Welcome back im Affenzirkus. Wir haben mal wieder ein Gemeinschaftsprojekt vom Affenzirkus in den Race Ends. Goldie, Horn, das Fahrzeug. Okay. Wir haben mit dem Wagen im Winter irgendwann angefangen. Ja, da hatten wir schon mal was gefilmt. Das zeigen wir euch jetzt erstmal, weil danach haben wir erstmal den Wagen im Winterschlaf geschickt. Wir hatten sehr, sehr viel zu tun. Es ist immer viel zu tun, ja, aber jetzt war sehr viel zu tun. Jetzt konnten wir uns aber weiter um den Wagen kümmern und das zeigen wir euch nach dem Zusammenschnitt. Geht's weiter. Welcome back im Racing Speed Shop mit dem Affenzirkus Dennis. Ah, der Dennis ist auch wieder dabei, jawohl. Ja, ich hatte es ja schon angekündigt, Dennis und ich haben uns da nochmal ordentlich was eingefangen. Einen goldenen Virus, würde ich sagen. Dennis, was meinst du? Gold ist beautiful. Ja. Black ist beautiful, aber Gold auch. Gold ist mehr wert. Ja, Gold ist mehr wert. Alles mehr wert. Wir haben hier einen 66er Pickup, wartet mal. So, jetzt nochmal. Wir haben hier einen 66er C20 Pickup, den Dennis und ich uns eingefangen haben. Jawohl. Da konnten wir nicht dran vorbeilaufen, weil natürlich A, Gold ist mehr wert und B, C20 Pickups, 66er Baujahr, stehen wir einfach drauf. Ja, Michael, dann lass uns mal durchgucken, was wir hier so Schönes finden. Also ich sehe schon mal eine schöne, funkelnagelneue Benzinpumpe. Also eine alte funktioniert natürlich auch, aber wenn sie neu ist, ist sie neu, ne? Ja. Und neu ist immer schöner. Schöne Silikonschläuche haben sie verbaut hier, das ist auch gut. Und G+, ja, schön. Oh, Michael, guck mal hier. Das mag ich ja mal gerne, wenn es glitzert und blinkt. Ein schöner Alu-Racing-Kühler. Ich würde mal tippen, dreireihig, aber trotzdem schön. Ja, der alte war wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut. Da haben sie schon mal getauscht. Wunderbar. Was haben wir noch Schönes? Oh, Michael, das Auto hat eine Handbremse. Oh, ich werde wahnsinnig. Ich auch. Es kommt aus Kalifornien, hat trotzdem eine Handbremse. Das ist einmalig. Das ist fast unglaublich. So, was haben wir denn Schönes? Eine minimalistische Auspuffanlage. Okay, aber der Auspuffhalter. Ich glaube, da könnten wir dran arbeiten, oder? Was meinst du? Ja, gut. Ich werde mal in mich gehen. Ich werde mal überlegen, ob wir da nicht vielleicht noch was... Vielleicht haben wir einen roten Draht oder so. Oder ja, also wir wollen es ja nur verbessern, nicht verschönern. Hitzefesten Kabelbinder. Ah, geil. Habe ich ja in Metall. Mach ich. Geil. Okay, ich würde sagen... Guck mal, Michael. Hast du so ein geiles Blattfedersystem schon mal gesehen? Ich dachte im ersten, hier wäre was kaputt. Aber hier kann man es vielleicht besser sehen. Das ist für C20... Der stützt sich dann hier drauf ab, wenn du das Ding richtig vollrömmerst, dann hast du quasi zur normalen Spiralfeder hinten eine dreifache Blattfeder, eine halbe. Wie geil ist das denn? Ja, das ist cool. Was für ein geiles System. Der stützt sich dann hinten schön auf der Achse ab. Das heißt, du kannst das Ding beladen bis ohne Pinksen und trotzdem hängt das Ding nicht voll im Keller. Ich weiß nicht, was der zuladen darf, aber mit der Feder, glaube ich, kannst du da ein paar Steinchen draufladen. Ja. So, die Lenkung haben wir überprüft. Das sieht alles sehr schön und stramm aus. Die ganzen Kugelköpfe sind alle gut. Wir werden jetzt natürlich nochmal gleich Fettpresse nehmen und nochmal schön alles abschmieren. Wer gut schmiert, der gut fährt. Genau. Und außerdem ist natürlich auch so, wer weiß, wie alt das Fett da drin ist, da machen wir schön Frisches rein. Ne? Dann hat der Nächste auch sehr viel Spaß damit und braucht sich da erstmal längere Zeit nicht mehr drum kümmern. Trommelbremsen haben wir auch aufgehabt. Belege und so, sieht alles wirklich gut aus, aber wir werden nichtsdestotrotz die Belege wechseln, weil sehr wahrscheinlich auch sehr alt. Auto hat vielleicht ein bisschen gestanden, wissen wir nicht so genau. Und Bremse ist ja immer so ein Thema, das sollte schon fresh sein. Ne? Also machen wir einmal Belege neu. Aber der Rest innen drin sah wirklich überraschend gut aus. Und ja, das werden wir einfach mal ein bisschen revidieren. So, jetzt werden wir noch mal einmal das Blechkleid abklopfen. Ich habe natürlich schon mal einen kleinen Blick vorweggeworfen, aber Michael, ich mache hier mal ein bisschen Belichtung. Guck mal, hier. Hörst du irgendwas, was sich doof anhört? Ich nicht. Das hört sich also, so frisch an. Ich meine, wir reden über ein 66er Auto. Nichts geschweißt, nichts durch. Unglaublich. Ne? Nicht mal die Ecken oder hier. Normalerweise ist ja mal die Kante, weil da drüber hier die Einstiegsleiste ist. Da sammelt sich schon gerne mal ein bisschen Feuchtigkeit drunter. Und das ist eigentlich immer weg. Oder zumindest dieser Bereich hier vorne. Das ist ja den ich immer so kategorisch ganz gerne schweiße oder verschweiße, weil es immer durch ist. Ah, Kleinigkeit haben wir noch gefunden. Einmal Bremsschlauch hier
Ja. Im unteren Knick, wie immer, schön porös. Ja gut, ist ja auch wirklich das machen wir neu, schon ja. fast obligatorisch. Ne? Das machen wir hübsch. Ansonsten sieht der Wagen von unten wirklich toll aus. Ja. Ich würde sagen, Dennis, wir beide haben erstmal ein bisschen Arbeit. Ja. Na? Wir werden jetzt richtig Rabotti machen. Und wir zeigen euch die Fortschritte an dem 66er Goldstück. C20! Bis gleich. Gold is better. Ja, so richtig weit sind wir noch nicht gekommen. Wir haben die Teile bestellt für den goldenen. Die Sitzbank, Dennis. Lecker, sage ich nur. Schön lecker. Die Sitzbank ist schon mal neu. Schön neu. Die haben wir einmal aufarbeiten und beziehen lassen. Da haben wir wirklich sehr gute Polster an der Hand, richtig? Und schwarz mit Silbernähten. Sehr schön, ne? Ja. Also, ich finde das auch cool hier mit den aufgestellten oder angedeuteten Kopfstützen. Ja, das ist halt mal was anderes. Ist mal was ganz anderes. Genau. Ne? Und fein verarbeitet, würde ich sagen. Super. Ist halt eine Sitzbank aus einem etwas neueren Truck, aber passt hier echt gut rein. Supergeil. Schaut euch das an. Der Stickerbaron hat wieder ganze Arbeit geleistet. Vielen Dank, Stickerbaron. Hast du wunderbar gemacht und ganz ehrlich, du hast dich wieder selbst übertroffen. Also kultiger kann man ein C20 eigentlich nicht machen. Wie passend zu den Farben. Ja, aber da sind wir auch beim C20, den wir ja, wie ihr seht, im Winter erstmal durchgecheckt haben, den wir jetzt fertiggestellt haben. Richtig, Dennis? Ja, jetzt ist er soweit TÜV fertig, Elektrik, alles überarbeitet. Ihr seht, neues Holzdeck. Auch neu, ein wunderbares Werk der Tischlerei Münch. Ne? Vielen Dank. Vielen Dank, Tischlerei Münch. Ja. Ja, was haben wir noch so alles gemacht? Oh. Reifen. Wir haben. Oh, ich sehe auch eine neue Sitzbank. Die Sitzbank, genau. Vielen Dank an unsere Polsterer. Die haben wieder ganze Arbeit geleistet. Eine sehr schöne Sitzbank. Ich glaube, wir hatten auch im Video drin, wie wir sie rausgebaut haben. Ich weiß nicht mehr. Es ist ein Dreigangschalter mit einem wunderschönen klassischen Armaturenbrett. Ja, neue Reifen sind drauf. Ich würde sagen, Dennis, mach doch einfach mal die Haube auf, bitte. Haube. Dieser C20 wird von einem 350er Chevrolet Motor befeuert. Das ist ja was ganz neu. Chevy Motor und tatsächlich Mensch mit einem Edelrock-Vergaser, ja. Edelrock-Spinne. Unglaublich. Ja. Nein, aber Motor läuft super, fährt klasse. Wir hatten damals auch schon im Video gesagt, Alukühler ist verbaut worden. Hält die Temperatur jetzt auch im Sommer super, also, super angenehm kühl Silikon, für den Motor. Silikon. Das hattest du letztes Mal schon gesagt, genau. Ja, ich glaube, ich kann das gar nicht oft genug sagen. Es gefällt dir. Nein, es geht ja einfach darum, also erstmal, Rot ist natürlich sowieso meine Farbe, aber Silikonschläuche, was gibt es Besseres? Halten vier Leben lang und sehen auch noch gut aus. Ja. Ja. Ich würde sagen, Dennis, lange Rede, gar keinen Sinn, lass uns mal fahren, oder? Ich würde gerade sagen, wir fahren. Wie ihr seht, der Dreigangschalter, eigentlich braucht man nur den dritten Gang, rein also theoretisch. Ein Gang reicht. Der fährt wirklich im dritten Gang an, der fährt im dritten Gang, der macht alles im dritten Gang. Außer rückwärts, da braucht man einen Rückwärtsgang. Ja, Rückwärtsgang wäre mit sonst macht's. Aber ansonsten, originale Lenkrad, der fährt sich wirklich toll. Ja. Also, man hört, Moment, Bremstest. Ich würde sagen, die Bremse geht. Bremse bremst, würde ich sagen. Was meinst du? Ne? Ich denke ja. Die Sitzbank ist auch wirklich cool geworden, hier mit den beiden kleinen Erhöhungen. Und wirklich klasse gemacht. Also, sieht toll aus. Mal was anderes, ne? Als nur glatt. Ja. So, Dennis. Wie läuft's? Es läuft spitzenmäßig. Warte mal. So, ich würde sagen, der Zeiger erzählt alles. Das Handschuhfach ist neu gekommen. Ein wunderbares, schönes Fahrzeug. C20 Longbed. Also da könnt ihr mal richtig was mitnehmen auf dem Holzdeck. Könnt ihr auch ein bisschen Party drauf machen. Ja, ich würde sagen, wir fahren mal irgendwo hin, um den Wagen mal von außen zu zeigen. Outdoor-Check. So sieht's aus. Da haben wir ihn in voller Pracht. Es ist schon ein Riesenbursche, ne? C20 ist einfach echt, also Longbed, lange Ladefläche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, farbmäßig, Dennis, erinnert er mich komplett an Colt Sivos. Ja.
Oder Goldie Horn. Ich weiß nicht, was du mit Goldie Horn hast, aber... Es ist eine super Frau. Ja, das stimmt. Aber es ist einfach, ja, es ist ein wunderschöner C20, ein schönes Arbeitstier mit der fetten Stoßstange hinten. Wie gesagt, die Holzladefläche wurde neu gemacht. Vom Schweißen her, Dennis, war es überschaubar? Fast nichts. Sehr guter Zustand, California Car. Deshalb auch der kalifornische Bär. Ja, State Park, also was soll ich sagen, ne? Vielleicht, die Leute sehen das ja hier ringsrum, ne? Ich würde sagen, das Fahrzeug ist in seiner natürlichen Umgebung. Gut, California State Park sieht ein bisschen anders aus, aber ja, er gehört einfach in die Natur. Genau. Auch diese riesen fetten Truckspiegel, ja, die passen einfach super zu dem Auto. Es ist einfach alles in allem. Es matcht einfach total. Ein schönes Alltagsauto, weil da sind so viele Gimmicks bei. Der hat ein gutes Radio, der hat eine gute Sitzbank, die ist schön bequem. Der hat Sonnenstreifen in der Scheibe. Ganz ehrlich, ist super. Ja. Macht Spaß. Ja. Also, und man kann den echt schön fahren. Ja. Oh, und er war in der Army. Ja, er war in der First Cavalry Division. Ne? Auch innen wirklich sauber aufgeräumt. Nichts verfrickelt vom Armaturenbrett oder sowas. Das ist wirklich echt gut. Schaut euch den Himmel an. Originale Lautsprecher, also aus der Ära des Fahrzeugs. Ne? Also naja, originale Lautsprecher sind es nicht. Das mehr, ich denke mal, mehr 70er. Ne? Da war das Fahrzeug schon 8 Jahre alt. Ganz ehrlich, die passen zu dem Fahrzeug, ja, oder nicht? Ja. Also ich würde die rausbauen und zumachen, wenn die doof wären, aber die passen einfach. Ja. Und die ganze Karosse ist auch ziemlich rostfrei, das ist auch eine schöne Sache, weil wer will schon Rost? Das stimmt. Möchte doch keiner. Ja, wie gesagt, es ist wirklich alles super stimmig. Die originalen Felgen mit den Originalradkappen und dann diese General Grabbers, die hatten wir noch liegen, die sind neuwertig. Das ist wirklich, ja... Es matcht einfach alles an diesem Fahrzeug. Es ist ein super, super cooler Alltagscruiser, der auch noch sehr praktikabel ist. Du kannst wirklich eine Menge mitnehmen. Es ist ein gutes, ehrliches Auto. Ein gutes, ehrliches Auto. Da, mehr kann ich, ja, mehr fällt mir auch nicht ein. Ein gutes, ehrliches Auto. Ja, mehr brauchen wir zu diesem wunderschönen 66er C20 eigentlich nicht sagen. Außer? Denk dran, das ist der letzte dieser Baureihe. 67 kam ja die neue Baureihe, die war dann bis 74, glaube ich. Ich weiß, 73 oder 74. Ich weiß es nicht genau. Wisst ihr bestimmt, schreibt es bitte in die Kommentare. Das wäre super, dass wir das auch mal wissen. Wir lernen auch immer gerne noch dazu. Genau. Überhaupt, Kommentare. Schreibt uns gerne an, wenn ihr irgendwas wissen wollt über das Auto. Abonniert den Kanal, das wäre auch total super. Auf jeden Fall. Und ansonsten, geht raus. Verbrennt Benzin. Ne? Habt ein wunderschönes Wochenende. Genießt den Sommer. Wir fahren jetzt mit diesem schönen C20 zurück in den Affenzirkus und werden den Tag locker ausklingen lassen und werden jetzt noch ein bisschen Spaß mit dem Fahrzeug haben. Also, bis dann. Schönes Wochenende. Wir sind raus.